Kein Tag gleich dem anderen. Kribbelige Momente gibt es immer, wenn Patienten, die verunfallt hierher kommen und in instabilen Zustand sind. Routiniert in Gelenk- und Knochenoperationen. Das gehört zur orthopädischen Standardoperation, Hüftendoprothetik und auch Knieendoprothetik und machen wir eigentlich jeden Tag. 40 bis 70 Patienten täglich in der Akutsprechstunde. Wir versuchen jeden zu behandeln, der hier akut mit Beschwerden in den Knochen und Gelenken oder mit irgendwelchen Bauchschmerzen kommt. Durch Mark und Bein mit den Ärzten, Schwestern und Therapeuten der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Asklepios-Klinikum Uckermark. Die Ambulanzsprechstunde ist voll, wie fast jeden Tag. Hinzu kommen extra Sprechstunden bei Spezialfragen der niedergelassenen Ärzte. Sie schicken ihre Patienten gezielt zu Chefarzt Dr. Hallack. Heute ist Peter Krenzke zur Nachkontrolle da. Ja, dann laufen Sie mal ein Stück, ja, und dann wollen wir mal zur Trage und dann können wir mal die Wunde. Oh, das ist aber ein schönes Laufen. Sehr schön. Okay, alles klar. Aber nicht mehr stürzen, ne? Dann zeigen Sie mir mal die Wunde. Peter Krenzke ist zu Hause gestürzt. Ja, da gehst du jetzt zur Toilette, da wollte ich ja hin. Und mit einmal habe ich mich auf den Boden wieder gefunden. Ich habe mich gedreht. Das habe ich gar nicht gemerkt. Es ist mir so gewesen, als wenn mich jemand hochgehoben hat, dorthin krallen hat lassen. Also ich bin ja bei der Yacht im Winter oft hingefallen, auf diese Stellen. Ist alles gut gegangen. Aber zu Hause auf dem Teppich ist das Ding sofort kaputt. Habe ich fürchterliche Schmerzen gehabt und habe mich dann auf dem Teppich zum Bett gerobbt. Dann habe ich erst mal meinen Mund freigekriegt. Meine Frau hat dann telefoniert. Und dann ist Angermünde, kommt dann sofort der Rettungsdienst. In 12 Minuten sind die da. Das geht immer sehr schnell. Für ihn geht es direkt nach Schwedt und am Nachmittag in den OP. Der leidenschaftliche Jäger ist zufrieden, dass er wieder laufen kann und das beschwerdefrei. So, Herr Krenzke hatte eine Schenkelhalsfraktur, da haben wir ihm eine Prothese eingebaut, weil er noch jugendliches Alter hat. Ne? Eine Vollprothese mit Ersetzen der Pfanne und das schafft es. Ja, und das Ergebnis ist zufriedenstellend, muss man ehrlich sagen. Und er ist auch selber zufrieden und wenn die Patienten, das ist so der Moment, wo ich sage, das macht mir Spaß, denn als Arzt zu arbeiten. Für Dr. Hallack ist die Unfallchirurgie eine lange Schule. Ein umfassendes Fachgebiet, bei dem eine gewisse Kraft und Kondition entwickelt wird. Er bekommt es in die Wiege gelegt. Mein Großvater väterlicherseits war selber Barbier und hat die Zähne in seinem Friseursalon selbst gezogen. Und seine Söhne sind dann aus dem Land weggezogen und sind alle Mediziner geworden, drei davon. Und darunter war einer meiner Väter, der kam und ist dann hier in Berlin dann Chirurg gewesen erst und dann Unfallchirurg geworden. Hat dann eine Diarztpraxis in Berlin aufgemacht, wo ich dann schon als kleiner Junge, 5, 6, mit hinzugezogen wurde. Und habe da auch mitgearbeitet, teilweise als Jugendlicher. Und ja, das hat mich dazu gebracht, dass ich gerne Arzt werden wollte. Da habe ich angefangen zu studieren und wollte eigentlich immer den Beruf des Chirurgen ergreifen, was ich dann auch gemacht habe. Das ist natürlich ein langwieriger Weg. Ja, und dann bin ich eben nicht nur Chirurg, sondern wie mein Vater Unfallchirurg geworden, weil das Handwerkliche im chirurgischen Bereich in jedem Bereich gut ist, aber so mit Knochen arbeiten macht eben am meisten Spaß. Heute ist ein Sprechstundentag. Dieser Lkw-Fahrer kommt auch zur Kontrolle. Fäden sind heute entfernt worden. Ansonsten darf es jetzt keine neuen Wiedervorstellungen. Ansonsten ist eine Wiedervorstellung jederzeit bei Problemen möglich. Mit freundlichen Grüßen, G. Hallack. Gleich nebenan deckt Oberarzt Dr. Bartels die Ambulanz ab.
Zu ihm kommen täglich zwischen 40 und 70 Patienten. Es ist eine Akutsprechstunde für Schmerzpatienten. Erhard Lütke kommt mit starken Verbrennungen. Mir ist der Kaffee umgekippt und auf den Fuß rauf. Und da war gleich eine Blase und das aufgegangen. Und jetzt waren Sie beim Hausarzt? Beim Hausarzt ist schon eine Woche her und der hat behandelt mit Salbe. Aber es wurde nicht besser. Und jetzt heute hat er entschieden, doch lieber Chirurgie. In die Ambulanz kommen Patienten mit chirurgischen Problemen. Dadurch kann die Notfallambulanz etwas entlastet werden. Es ist ja ein Problem, dass Patienten zunehmend die Notfallambulanzen aufsuchen. Und wenn man eine chirurgische Ambulanz am Hause hat, kann die Notfallambulanz für die wichtigen Fälle, die ganz akut stationär behandelt werden müssen, freigeschaufelt werden, sage ich mal. Also von der Warte her ist das ganz gut, wenn man so eine Ambulanz in einem Krankenhaus drin hat. Durch Mark und Bein, alles zum Wohle der Patienten. Das sind die Ärzte, Schwestern und Therapeuten der Orthopädie und Unfallchirurgie am Asklepios-Klinikum Uckermark.